Jo, da sind wir da bei Zelda Majora's Mask. Beim letzten Mal haben wir hier die Ikana-Ruinen weiter erforscht. Moment. Oh, Pfeile, okay. Und nun sind wir anscheinend im Thronsaal. So, ich möchte mal eben eine andere Maske rausholen. Die hier und die hier. Warum werdet ihr gleich noch sehen? Oh, Unverschämter, der das Undenkbare in die Dunkelheit von Ikana gebracht hat. Meine Diener fielen durch das heilige Licht, das dich beschützt. Jedoch. Nun soll die Dunkelheit in der meine Diener leben, dahin fließen. Du sollst mit deinen eigenen Augen sehen, was wahre Dunkelheit bedeutet. An sich keine schweren Gegner. Wir haben hier den König von Ikana und seine Diener. Aber wir machen erstmal wieder ein bisschen Licht hier rein. Was sie natürlich ein bisschen stört. So, warte, da auch nochmal ein bisschen Licht hin. Nein. Ich stelle mich mal kurz ins Licht. Vielleicht können die mich hier nicht angreifen. So, und den zweiten Vorhang aufmachen. So, wenn man mit dem Helm des Hauptmanns in seine Nähe geht, vom König, kommt erstmal ein kleines... Ach komm, jetzt endlich mal richtig rum. Kommt ein kleines Gespräch. Ja. Oh, Kita! Du, das ist der Hauptmann Kita! Ja. Aber ihr seid so... winzig! Beinahe ließ ich mich durch deine Taten täuschen. Ja. So, und jetzt der andere Spaß, den man machen kann. Wir können die ein bisschen verarschen. Einfach nur so just for the lulz. Okay, nun können wir mal, nee, Moment. Nun können wir sie richtig angehen. Ich brauche meine Hasenohren. Da kann ich mal die Ocarina tun. So, komm mal her. Einfach Schlag blocken. Zuschlagen. Na, fast. Oh. Da schlägst du zweimal zu. So, sobald man ihn umgehauen hat, schnell ins Licht. Und auf... Ja toll, beschützt den Kumpel doch nicht, du Penner. Na gut, dann machen wir es anders. Ich besieg sie hier in der Nähe des Lichtes. Ja, komm her. So, machen wir es anders. Na komm. So, eben mal besiegt. Und anleuchten. Und dann verschwindet er. Den davon auch. Eben mal besiegen. Treffe ich ihn von hier aus? Ja, anleuchten. Und dann kommt der König höchstpersönlich hier unten runter. Und will mit uns kämpfen. Au. Aua. An sich nicht sehr viel schwerer.
Was auch immer der für eine Scheiße auspustet. Hey, ich hab dich gerade voll erwischt, oder nicht? Da haben wir ihn einmal erwischt. Einfach nachdem er zuschlägt, glaube ich, einmal draufhauen. Was? What are you doing? Achso, ich kann auch nicht seinen Körper treffen. Uiuiuiui, ich sollte aufpassen. Gut, die Attacke kannte ich noch gar nicht. Wow! Was tust du? Geh auf deinen Körper zurück. Das wusste ich gar nicht, dass er sowas machen kann. Schmeißt du hier nicht mit deinem Kopf herum die ganze Zeit. Versuch mal abzuschießen. Na? Om nom nom. Lecker. Gut, dass ich die Fee hatte. Ich hätte nicht gedacht, dass er mir so Probleme macht. Er hat mir noch nie so wirklich Probleme gemacht. Na, komm her. Warum macht er jetzt gerade solche Probleme? Och, wirf doch nicht deinen Kopf ständig rum. Oh, ey. Ich habe die Attacke ehrlich noch nie gesehen, dass er seinen Kopf hier herumschmeißt. Und jetzt übertreibt er es gleich direkt damit. Oh. Ach! Ich kann doch nicht mal ausweichen, der Attacke. Wie schön. So, geh wieder auf deinen Körper drauf. So. Stell ins Licht. Und anleuchten. Wie blöd war das denn? Naja, geschafft. Du stehst mir im Weg, geh zur Seite, ich kann ihn noch kriegen. Im Weg? Er hat uns besiegt, weil du so lahm bist. Gib nicht mir die Schuld. Was? Wage es mir noch einmal, mein knochiges Gesicht zu sagen. Lahm. Lahm, 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 lahm. Halt endlich die Klappe. Ja, schau nicht so blöd. Eins war ich der beste Kämpfer in Gatsikana. Der beste Kämpfer in Gatsikana? Du? Lahm. Zieh deine Waffe. Was? Ich sagte, zieh deine Waffe. Wie? Und da lachen die einfach nur noch. Hört ihr wohl auf, ihr Narren? Habt ihr denn gar nichts verstanden? Das Königreich ist zerstört und wir sind, was wir sind. Ist es nicht ein Jammer, dass solche Streitigkeiten wie die eure der Grund dafür sind? Vertrauen in Freunde und der Glaube an das Vergeben von Fehlern. Diese Gefühle sind aus unseren Herzen verschwunden. Es geschah alles, nachdem jemand die Türen zum Felsenturm aufgestoßen hatte. Du, der du das Licht ins Dunkel gebracht hast. Ich bin der König dieses Reiches. Igos Duikana. Der Zauber, der uns gefangen hielt, wurde durch das heilige Licht, das dich beschützt, aufgehoben. Doch um auch das Land wieder mit Licht zu überfluten, musst du die Tür des Felsenturms versiegeln. Doch der Felsenturm ist eine uneinnehmbare Festung. Hunderte Soldaten meines Reiches wären nicht in der Lage, ihn zu stürmen. Für einen allein ist diese Herausforderung zu waghalsig. Daher... Soll ich einen Soldat begleiten, in dessen Brust kein Herz schlägt? Einer, der in der Dunkelheit nicht zagt. Diese Weise sollst du behalten. Ja.
ein Lied, was wir gleich noch sehr oft, oder spätestens in der nächsten Folge noch sehr oft hören werden. Denn dieses Lied macht eine kleine Kopie von uns. Das ist eine kleine Statue. Du hast die Elegie des leeren Herzens erlernt. Dieses mystische Lied erlaubt dir, ein Bild deiner selbst abzustreifen. Spielst du das Lied, nachdem du eine andere Gestalt angenommen hast, lässt du eine von maximal 4 Hüllen zurück. Der Soldat ohne Herz ist ein Abbild deiner selbst. Eine Hülle, aus der du schlüpfst, wenn dein Lied es so verlangt. Lass das Licht der Gerechtigkeit auf mein Reich leuchten. Ja. Wir haben nun ein Bild unserer selbst gemacht. Link sah auch schon immer so creepy aus. Pfeile? Ah, Herzen. Nehme ich gerne. Können wir noch ein bisschen was abstauben. Und gleich Richtung, uns Richtung Felsenturm aufmachen. Magie. Wahrscheinlich um die Vorhänge oben zu öffnen. Sind die Zombies wieder da? Natürlich sind sie wieder da. Ach, gib bloß Maske. Ihr dürft wieder eine Runde tanzen. Oh, lalalala, prima Zombie-Rina. So. Eben mal alle hier wieder mit dem Licht besiegt. Wie ihr wisst, Zombies sind sehr lichtanfällig. Boah, viel zu viel Rubine wieder mal. Ja, wie gesagt, spätestens hier hat man keine Geldsorgen mehr. Ja, hier ist irgendwo wieder ein Garo. Hey, da geht's raus. Und nun auf zum Felsturm. Nicht von hier aus, sondern von der anderen Seite. Ich glaube, hier oben gibt es sogar irgendwo ein Haus, wo man so ein Minispiel machen kann. Oder so eine Art Minispiel, wo man ein Herzteil bekommen kann. Aber das lassen wir mal links liegen. Und machen uns hier vorne auf. Machen wir uns auf, hier hinzugehen. So, da werde ich das und das schon mal brauchen. Und gehen hier rein. Denn wir sind hier nun am Felsenturm. Ganz, ganz oben, das ist der Dungeon. Zu dem wir uns erstmal hocharbeiten müssen. Denn wir sind ganz, ganz unten. Und müssen jetzt erst einmal... Na, das schon mal nicht aktivieren. Wir müssen in der richtigen Reihenfolge die Schalter aktivieren. Sodass wir... Aua. Okay, da kommt nichts auf mich zu. Sodass wir... Ach, machen wir einfach die schnelle Variante. Kaboom! Ja? Kaboom zu machen macht Spaß. Was wollte ich jetzt nochmal? Genau, die Ocarina rausholen. Sonst muss ich mal schauen. Ah, ich glaube, das ist schon mal das Richtige als erstes zu machen. Nee, Moment. Die Elegie des leeren Herzens. Ein Lied, das wir jetzt die ganze Zeit immer spielen müssen, und zwar auch in den anderen Formen, um die Schalter aktiv zu lassen. So, von hier aus müssen wir zum nächsten Schalter, der sich da oben befindet. Wieder durch einen Stein. Nein, diesmal nicht durch den Stein durch. So, schauen wir mal. Jupp, das ist so richtig. Den Deko können wir hier nicht benutzen, der ist ja viel zu leicht, um auf Schaltern zu bleiben. Deswegen holen wir uns mal den Goron raus. Und erschaffen ein Abbild seiner selbst. Das verdammt krass aussieht. Ich finde die Abbilder hier, die man als Goron und halt Aua gleich noch als Sora macht, sind eher die... Ja... Sind die, wo wir halt die Masken her haben, die Personen, sag ich mal. Also die entsprechen wirklich...
Darunia? Nein, Darunia war doch der aus... Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Und Mikau halt. Die sehen dann eher aus wie die. So, und hier haben wir noch das aktiviert. Wie hieß der? Darunia? Ich guck das gleich nochmal nach für die nächste Folge. Wie genau der hieß. So, und hier sehen wir Mikau. Sieht ihm auch doch sehr ähnlich, würde ich sagen. So, und wie wir damit weiterkommen, sehen wir dann in der nächsten Folge von Zelda Majora's Mask. Bis dann. Ciao.